Aber jetzt möchte ich euch zuerst ganz herzlich begrüßen zu dem heutigen Tag, zu dem Nachmittag, wo wir zusammen hier sind, Waldbegehung. Es hat interessante Posten heute Nachmittag, wo wir einiges werden Neues erfahren, lernen. Ich möchte hier kurz den Fokus aufmachen. Erholung, Freizeitnutzung. Es ist eine von den verschiedenen Waldfunktionen, die wir grundsätzlich definieren. Und man kann es eigentlich umschreiben, dass der Wald so quasi die grösste Freizeitanlage ist von der Schweiz oder generell von unserer Region. Und wenn man sich das ein bisschen vor Augen führt, was fällt einem so auf? Der Eintritt ist frei und Sie können auch zu jeder Zeit hier reinlaufen. Es gibt keine Öffnungszeiten, es gibt keine Vor- oder weniger Regeln als anderswo. Und es ist ganz etwas Besonderes eigentlich, dass man das überhaupt darf. Und viele Leute haben das nicht so im Bewusstsein. Der Wald gehört ja auch jemandem. Viele denken, der Wald ist einfach frei benutzbar. Wir können reinlaufen, es ist ja kein Haken drumherum. Also nehmen wir da, was wir kriegen. Und wie gesagt, der Wald gehört jemandem. Hier ist zum grossen Teil ist die Bürgergemeinde der Waldeigentümer. Markus hat es schon angetönt. Der Waldeigentümer kann nicht immer alle Leistungen selber erbringen. Er ist hier auch ein Stück weit darauf angewiesen, auf eine Zusammenarbeit. Und die Zusammenarbeit funktioniert im Pratteln eigentlich sehr gut. Und hier ist es eben so, dass dann eine Einwohnergemeinde hier beispielsweise eben einen Vita-Parcours übernimmt oder eben finanzielle Unterstützungen an die Leistungen zahlt, die der Waldeigentümer vollbringt. Wir haben ja mit dem Inserat von dieser Waldbegehung schon etwas geschrieben im Prattler. Heftli, die einen haben das vielleicht gelesen. Es geht jetzt hier auch noch mal darum, euch ein bisschen zu informieren. Hier herrscht relativ regen Verkehr. Und seit ich hier bin, also ich bin ja noch nicht lange hier, anderthalb Jahre, sind wir glaube ich schon viermal ausgerückt und haben hier einen Baum weggeräumt auf der Strasse. Und es ist nie ein reingefahren und es ist vor allem nie ein drunter gekommen. Und das ist das grosse Glück, das wir hatten. Ich habe ja vorhin gesagt, der Wald ist sehr dicht. Oder? Es stehen relativ viele Bäume sehr nahe nebeneinander. Normalerweise in diesem Stadium stehen die Bäume 8 bis 10 Meter voneinander weg. Wenn man hier schaut, die Bäume die haben zum Teil 2 Meter Abstand zum nächsten. Das heisst natürlich, die haben keine Krone und die haben allweil kein Wurzelwerk, weil sie einfach Konkurrenz haben von den anderen. Oder? Wir haben uns jetzt dazu entschlossen, das Problem in Angriff zu nehmen. Und da geht es, so hart wie es tönt, aber für den Wald fast nur eins. Und das ist, dass er wegkommt. Und das heisst, der ganze Wald kommt weg. Also, es ist nicht möglich, einzelne Bäume hier zu stehlen, oder fast nicht möglich, weil das Risiko ist einfach sehr gross, dass die, weil sie sich gewohnt sind, so dicht stehen und einander ein bisschen gestützt haben, einfach nachher durch das Freistellen umgehen. Während diesem Eingriff wird die Strasse gesperrt sein. Da kann man nicht rauffahren. Das ist, denke ich, etwa so grössenordnige Woche. Wir lassen die zu, weil sonst müssten wir jeden Abend um 4 Uhr aufhören und die Strasse sauber putzen. Waldputz 2013, denke ich, wird da etwas zu tun geben auf dieser Wiese im hinteren Bereich. Ui, 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 ja.